beginnen. Wir bitten euch, noch weiter auf dem Platz durchzugehen, damit auch alle Teilnehmer hier an der Kundgebung teilnehmen können. Also die Montagsdemonstration, die jetzt gerade den Platz noch betreten, geht noch ein Stück weiter durch, damit ihr auch alle die Abschlusskundgebung verfolgen könnt. Liebe Passanten des Alexanderplatz, hier ist die 10. bundesweite Montagsdemonstration gegen die Regierung, für ein menschenwürdiges Leben, gegen die soziale Spaltung der Gesellschaft. Wir laden Sie recht herzlich ein, an unserer Abschlussveranstaltung teilzunehmen. Ebenso wie schon auf der Demonstration, wo wir ein breites Spektrum von Kollegen aus den Betrieben hatten, von der Umweltbewegung, der Montagsdemonstrationsbewegung gegen Hartz IV, so wird auch in wenigen Minuten unsere Abschlusskundgebung hier kulturvoll sein und die ganzen Anliegen des Tag des Widerstands der Montagsdemonstrationen zum Ausdruck bringen. Zuerst einmal vielen Dank an die Künstler für ihre Beiträge zu unserer bundesweiten Montagsdemonstration. Auch die Beiträge der Redner waren wichtig. Es wurde von den Montagsdemo in den einzelnen Städten berichtet über die Zustände in Stadt und Land. Nur wer weiß, was los ist, kann sich entsprechend verhalten. Auch Ihnen vielen Dank. Für Ihre kurzfristigen Profitinteressen zerstören die Monopole unser Umfeld. Halbherzige Sanierungskosten werden dem Steuerzahler aufgedrückt, ob massive Braunkohleabbau oder Verfeuerung desselben. CO2-Speicherung unter der Erde, die Kernenergiegewinnung und Lagerung des Abfalls. Fracking ist ebenfalls ein Thema. Zum Thema Umwelt ein Redebeitrag von Miriam Gärtner von der Initiative für eine Umweltgewerkschaft. Ja, danke schön. Hallo, Miriam Gärtner ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite im Lager bei Volkswagen in Kassel. Ich bin dort auch Vertrauensfrau der IG Metall und ich bin eine Montagsdemonstrantin der ersten Stunde und darauf sehr stolz und es ist ganz wunderbar, euch alle hier zu sehen heute. Mein Anliegen heute ist, die Einheit von Mensch und Natur ist in akuter Gefahr. Ihr habt vorhin wahrscheinlich schon gehört von der Gefahr eines Atomunfalls der 85-fachen Stärke von Tschernobyl, der derzeit in Fukushima besteht. Das ist die Spitze des Eisberges. Wir erleben derzeit eine weltweite Produktionsweise der Großkonzerne, die zu jeden Tag, jede Stunde und jede Minute die Lebensgrundlagen der Menschheit bedroht und zu einer umweltverträglichen Produktion nicht gewillt und nicht in der Lage ist. Nur einige Beispiele. Die Klimaerwärmung schreitet immer schneller voran und bringt jetzt schon verheerende Naturkatastrophen hervor. Wir haben in 2013 den höchsten CO2-Ausstoß in der Geschichte der Menschheit erlebt. In Deutschland laufen aber die Kohlekraftwerke gerade aufgrund des katastrophalen EEG-Gesetzes auf Hochtouren weiter, obwohl gerade kleine dezentrale Stromversorger und Privatpersonen mittlerweile schon 25% des Stromes in Deutschland aus erneuerbaren Energien produzieren. Der Handel mit Verschmutzungsrechten boomt und Deutschland mischt ganz vorne mit. Das massenhafte Artensterben hat begonnen und bedroht den gesamten Kreislauf der Natur. Unsere Weltmeere werden weiter als industrielle Müllkippen missbraucht. Die Vergiftung der Menschheit selbst durch Gifte in der Luft, Wasser und Böden und Nahrungsmittel schreitet weiter voran. Das hat System, Freunde. Diesem Ausmaß an Bedrohung von Mensch und Natur durch die heutige Produktionsweise kommen wir mit den alten Methoden der Umweltbewegung nicht mehr bei. Wir haben dazu einige Vorschläge. Wir wollen mit den Kollegen
in den Betrieben den Kampf aufnehmen gegen umweltschädliche Produktionsweisen. Glaubt mir, kaum einer meiner Kollegen will zum Beispiel den umweltschädlichen Verbrennungsmotor bauen oder baut ihn mit Freude. Das ist nicht der Fall. Es wird Zeit, dass dem wachsenden Umweltbewusstsein der Kollegen eine Stimme verliehen wird. Es darf nicht länger sein, dass Kollegen im Betrieb gegen die Umweltbewegung aufgebracht werden und man noch gegeneinander ausgespielt wird. Dazu wollen wir beitragen, zu der Einheit der Umweltbewegung und der Arbeiterbewegung. Ein Wort zu den Grünen. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Die Grünen haben die ganze Umweltbewegung und ihre gesamten alten Ideale verraten. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Sie dürfen sich eigentlich überhaupt nicht mehr Grüne nennen. Ein Aufschrei ging durch alle Herzen und Münder der kämpferischen Umweltaktivisten, als die Grünen das erste Mal den Einsatz gegen die Castor-Gegner im Wendland befahlen. Daran zeigt sich, wer den Weg des aktiven Widerstandes verlässt, der wird zum zahnlosen Anhängsel der herrschenden Politik. Wir wollen eine Kampforganisation werden und bleiben. Wir kritisieren auch eine Auffassung in der Umweltbewegung, dass wir nun ja nicht so groß werden sollen, sondern lieber nur lokal handeln. Zweifellos ein Schaden, den die Grünen mit ihrem Verrat angerichtet haben. Die Umweltbewegung ist zersplittert in 1000 Fronten. In Brandenburg wurde in den letzten Monaten durch mutigen, aktiven Widerstand der Bau von zahlreichen Tierfabriken zur Massentierhaltung und Schlachtung verhindert. Glückwunsch an Brandenburg! An ganz mutige Umweltkämpfer dort! Aber machen wir uns nichts vor, dann wird die Tierfabrik halt woanders gebaut von dem internationalen Großkonzern. Das darf nicht länger passieren, dass diese Umweltkämpfer mit ihrem Widerstand gegen Windmühlen kämpfen. Nicht mit der ganzen Schlagkraft vorgehen können. Wir brauchen eine schlagkräftige bundesweite Organisation, die auch international zusammenarbeitet und in der alle Kräfte demokratisch und überparteilich zusammenarbeiten. Aus dieser Erkenntnis heraus fasste die Strategiekonferenz am 20. Mai in Schwerte mit 320 Teilnehmern den Entschluss, den Aufbau einer Umweltgewerkschaft voranzutreiben. Ich stehe heute auch deshalb hier, ich weiß, dass ihr seit 10 Jahren demonstriert und ich selber auch jeden Montag auf der Straße stehe. Und genau solche Leute brauchen wir im Aufbau der Umweltgewerkschaft. Deswegen lade ich euch ein, da hinten ist ein Stand von uns, da könnt ihr euch informieren. Vielen Dank, auf Wiedersehen.